Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und in dieser Folge geht es um ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Und zwar um das Thema Fokus und warum sich die meisten nicht fokussieren können. Ich sage euch den einen Grund, warum ihr euch nicht fokussieren könnt. Und natürlich, wie ihr es lernen könnt, euch zu fokussieren. Und ich kann euch versprechen, es wird nicht das sein, was man sonst die ganze Zeit hört, sondern es ist eine Sache, die vermutlich niemand von euch hören will, aber es ist nun mal die einzige Möglichkeit, wie ihr wirklich einen richtig, richtig krassen Fokus erlernen könnt. Das Problem ist nämlich, bei den allermeisten Videos zum Thema Fokus wird um irgendwelche Tätigkeiten geredet, die ihr machen müsst, um euren Fokus zu verbessern, die aber kaum irgendwelche Auswirkungen auf euren Fokus haben. Beispielsweise wollt ihr mehr Fokus, dann müsst ihr mehr Sport machen, trinkt mehr Wasser, mehr Bewegung, geht an die frische Luft, das hilft alles, dich zu fokussieren. Ja, mag sein, aber nicht viel, das kann ich euch versprechen. Und ich erkläre dir auch ganz genau, warum diese Dinge kaum was bringen, damit du dich besser fokussieren kannst. Das ist nämlich genauso, wenn jemand fragt, hey, wie kann ich meinen Bizeps trainieren? Wie bekomme ich einen dickeren Bizeps? Und dann gebt ihr als Antwort, ja, also kalt duschen ist wichtig, ihr müsst euch gesünder ernähren, mehr Gemüse essen, ihr müsst mehr an die frische Luft, ihr müsst mehr Wasser trinken. Und es ist ja offensichtlich, dass es einfach nur Quatsch ist. Klar, das sind alles Dinge, die natürlich helfen, damit der Muskel besser wachsen kann. Aber die einzige richtige Möglichkeit, wie ihr wirklich euren Bizeps zum Wachsen bringen könnt, ist, indem ihr ihn trainiert. Ihr geht ins Fitnessstudio, macht Bizep Curls, bis zum Schmerz und drüber hinaus und genau dann wächst der Bizeps. Und alle anderen Dinge wie Ernährung oder Bewegung, frische Luft, die sind zwar schön und gut, die supporten das Ganze vielleicht ein kleines bisschen, aber wichtig ist am Ende nur, dass ihr euren Bizeps trainiert und zwar über den Schmerz hinaus. Oder beispielsweise, wenn ihr einen Marathon laufen wollt, klar, Atemübungen helfen, kalte Duschen helfen bei der Regeneration, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die helfen. Aber die Nummer 1 Tätigkeit, die ihr machen müsst, um einen Marathon zu laufen, ist, geht verdammt nochmal laufen. So einfach ist es, das ist ja alles offensichtlich für euch. Aber aus irgendeinem Grund will es beim Thema Fokus niemand wahrhaben, aber beim Fokus ist es auch so offensichtlich. Wenn ihr euch besser fokussieren möchtet, dann macht es nicht Sinn, drumherum irgendwelche Tätigkeiten zu machen, die eventuell ein bisschen den Fokus verbessern. Nein, ihr müsst euren Fokus trainieren, ihr müsst euch fokussieren. Das Gehirn funktioniert nämlich wie ein Muskel. Klar, es ist kein Muskel, es ist ein Organ und kein Muskel, aber trotzdem weiß man, dass das Gedächtnis Teil eines Muskelapparats ist und es ist trainierbar wie ein Muskel. Das heißt, wenn ihr viel denkt, wenn ihr euch auf Dinge konzentriert, dann verbessert ihr eure Gehirnleistung. Und auch wenn es jetzt keiner hören will, aber wenn ihr eure Gehirnleistung, euren Fokus verbessern wollt, dann müsst ihr euren Fokus trainieren. Und es reicht nicht einfach nur, irgendeine Sache zu machen und wenn ihr euch nicht mehr darauf fokussieren könnt, einfach zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, ich habe einen schlechten Fokus, wie kriege ich einen besseren Fokus? Indem du weitermachst, es ist schmerzhaft. Du musst dein Gehirn an die Schmerzgrenze bringen, drüber hinaus dich fokussieren. Es muss unangenehm sein, denn nur dann wird deine Gehirnleistung besser. Genauso ist es auch bei einem Muskel. Wenn ich meinen Bizeps zum Wachsen bringen will, dann muss ich über den Schmerz hinaus trainieren, damit da was wächst. Wenn ich 3 Wiederholungen, bevor ich nicht mehr kann, aufhöre, dann bringt das fast gar nichts. Dann baue ich fast keine Muskeln auf. Das heißt, wenn ihr euren Fokus verbessern wollt, dann müsst ihr mit eurem Gehirn an eure Grenzen gehen. Ihr müsst über eure Grenzen hinausgehen. Und ich weiß, es ist nicht leicht. Ich weiß, psychischer Schmerz ist vielleicht sogar noch heftiger als körperlicher Schmerz. Es ist wirklich anstrengend, mit seinem Gehirn über die Grenzen hinauszugehen. Es ist verdammt unangenehm. Aber ihr müsst es einfach machen. Ich gebe euch jetzt natürlich auch ein paar Beispiele, wie ihr das trainieren könnt. Natürlich ist der offensichtliche Weg, einfach die Aufgaben zu machen, die ihr sowieso erledigen müsst. Beispielsweise, ihr müsst jetzt eine Stunde an irgendeiner Sache arbeiten, dann setzt ihr euch einfach ran und arbeitet an die Sache. Wenn ihr merkt, ihr könnt euch nicht fokussieren, dann müsst ihr durchbeißen und euch versuchen, darauf zu fokussieren, auch wenn es nicht zu 100% klappt. Macht euch immer wieder klar, wenn ihr gerade abgelenkt wird, wieder an was anderes denkt, dass ihr euch jetzt darauf fokussieren müsst. Jedes Mal, wenn ihr euch wieder auf die Sache fokussiert, trainiert ihr euren Fokus ein bisschen und ihr könnt euch langfristig dann immer, immer besser fokussieren. Und es wird euch immer leichter fallen. Natürlich gibt es jetzt noch ein paar andere Dinge, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser dazu geeignet sind, um den Fokus wirklich zu trainieren. Und zwar Dinge, die wirklich einen richtig, richtig krassen Fokus brauchen. Und da gibt es ein paar richtig eklige Dinge, das kann ich euch versprechen. Deswegen würde ich sagen, Tätigkeit Nummer 1, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann,
auch wenn die wirklich, wirklich eklig ist fürs Gehirn. Aber probiert's mal aus. Und zwar ist die Rede von Blindschach. Ich glaube, viele von euch können Schach spielen. Wenn nicht, dann bringt es euch unbedingt mal bei. Das geht ganz schnell. Einfach bei YouTube irgendwie Schachlernen eingeben. Da gibt es 100.000 Videos, wie man richtig Schach spielt. Die Regeln erlernt man recht schnell. Es geht jetzt auch nicht darum, dass ihr ein extrem guter Schachspieler wird. Darum geht es bei dieser Tätigkeit nicht. Sondern es geht darum, dass ihr Schach spielt, ohne die Figuren zu sehen. Ich mache das immer bei, ich glaube, chess.com. Und da gibt es die Option, man kann gegen den Computer spielen. Das reicht, den schlechtesten Gegner zu wählen. Und dann gibt es die Option, wenn man bei Figuren auch Einstellungen geht, dass die Figuren unsichtbar sind. Und wenn ihr dann anfangt zu spielen, dann nach dem ersten Zug weiß man noch, wo seine Figuren stehen. Nach dem ersten Zug des Gegners vielleicht auch noch. Dann kommt der zweite Zug, der dritte Zug, der vierte Zug. Und spätestens, wenn du und dein Gegner zusammen über 20 Züge gemacht habt, dann kann ich euch versprechen, geht das Gehirnzerbrechen los. Glaubt mir, es ist so anstrengend, ihr braucht manchmal 5 Minuten extrem krassen Fokus, um festzustellen, wo jede Figur aktuell steht. Ihr werdet am Anfang auch kein Spiel beenden können und werdet immer verlieren oder werdet irgendwann aufgeben, weil ihr keine Ahnung mehr habt, wo die Figuren stehen. Aber genau das ist absolut geisteskrankes Gehirntraining. Und so seid ihr wirklich in der Lage, euch auf eine Sache zu fokussieren, weil es einfach unfassbar anstrengend ist. Ihr würdet wirklich richtig, richtig gern damit aufhören. Aber wenn ihr in dem Moment einfach durchzieht, dann verspreche ich euch, nach ein paar Wochen werdet ihr wirklich merken, wie ihr euch besser und besser fokussieren könnt. Es ist absolut geisteskrankes Gehirntraining. So, es gibt natürlich noch ein paar andere Tätigkeiten, mit denen man das ganz gut trainieren kann. Ich sage euch gleich auch noch eine. Aber wichtig ist natürlich, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Hobbys. Zum Beispiel, wenn euch Schach Spaß macht, dann ist es wirklich eine geile Möglichkeit. Aber wenn ihr einfach nichts mit Schach anfangen könnt und es nicht spielen wollt, dann findet ihr vielleicht eine bessere Möglichkeit, wie ihr euren Fokus trainieren könnt. Und eine weitere Möglichkeit ist, für alle, die es mögen, Mathematik. Ich habe ja tatsächlich eine Zeit lang Mathematik studiert und kann wirklich sagen, diese paar Jahre waren wirklich eine richtig, richtig heftige Zeit. Ich habe wirklich gemerkt, wie von Woche zu Woche meine Gehirnleistung immer krasser wird. Ich war immer mehr in der Lage, mich auf Dinge zu fokussieren. Es gab Tage, da saß ich 14 Stunden lang in der Uni und habe irgendwelche Übungsblätter bearbeitet, weil ich die fertig bekommen musste. Und ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, was das für ein krasses Training ist, was das für ein Kopfzerbrechen ist. Für Leute, die jetzt gar keinen Fokus haben und ein TikTok-Gehirn haben, das heißt, die scrollen die ganze Zeit auf TikTok und schaffen es nicht mal bei einem YouTube-Video, sich 5 Minuten auf irgendwas zu konzentrieren. Für die gibt es natürlich auch erstmal leichtere Tätigkeiten, wie man den Fokus ein bisschen zurückbekommt. Und zwar so Dinge wie Lesen. Versucht einfach mal zu lesen. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr schon lange nicht mehr gelesen habt und nur noch auf TikTok scrollt, dann wird es am Anfang ziemlich schwer sein. Ihr werdet es kaum schaffen, euch zu fokussieren. Aber sobald ihr das dann eine Woche gemacht habt, jeden Tag ein bisschen, werdet ihr merken, wie ihr euch immer besser fokussieren könnt. Und dann fällt euch das Lesen auch leichter und macht auch irgendwann mehr Spaß. Oder was auch eine prima Möglichkeit ist, um den Fokus zu trainieren, ist Meditation. Das denkt man vielleicht nicht im ersten Moment, weil man bei Meditation ja eigentlich erstmal an nichts denkt. Aber an nichts zu denken braucht auch einen extrem guten Fokus. Weil ich kann euch versprechen, wenn ihr noch nie meditiert habt und ihr macht es zum ersten Mal und ihr versucht wirklich an rein gar nichts zu denken, es wird euch nicht gelingen, das kann ich euch versprechen. Ihr werdet immer wieder irgendwelche Gedanken haben. Es ist extrem schwer, an nichts zu denken. Da kommt ein Gedanke rein, da kommt ein Gedanke rein. Und ihr werdet es teilweise gar nicht merken. Ihr merkt dann nach einer Minute, hey, warte mal, ich denke ja seit einer Minute an irgendein blödes Zeug. Aber sobald ihr merkt, dass ihr gerade an irgendwas denkt, macht euch klar, okay, jetzt wieder an nichts denken. Vielleicht schafft ihr das dann nur 2-3 Sekunden und dann kommt wieder irgendein Gedanke rein. Aber sobald ihr das merkt, dass ihr wieder irgendeinen Gedanken habt, versucht wieder an nichts zu denken. Und jedes Mal, wenn ihr das macht, trainiert ihr euren Fokus. Deswegen ist Meditation tatsächlich auch eine sehr gute Möglichkeit, wie ihr euren Fokus trainieren könnt. Ich bevorzuge natürlich Dinge, wo ihr euch wirklich das Gehirn zerbrechen müsst. Das ist beim Meditieren jetzt nicht ganz so, aber es ist natürlich so eine Einstiegsmöglichkeit, um den Fokus erstmal grundlegend herzustellen, wenn ihr wirklich gar keinen Fokus habt. So, und eine letzte Sache, die wirklich, wirklich noch extrem wichtig ist, wenn ihr euch fokussieren wollt. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wenn ihr die ganze Zeit auf TikTok seid, habt ihr überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Ihr konzentriert euch 5 Sekunden auf ein Video, danach kommt direkt das nächste. Wenn euch das Video nicht zu 100% gefällt, dann scrollt ihr einfach immer weiter. Das heißt, ihr müsst euch überhaupt nicht auf irgendwas fokussieren. Und das ist natürlich auch extrem schlecht. Deswegen zum einen macht es natürlich Sinn, den Fokus zu trainieren, sich auf Sachen zu fokussieren. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, Dinge wegzulassen, die überhaupt keinen Fokus brauchen. Und die mit Dingen zu ersetzen, für die man vielleicht noch ein bisschen Fokus braucht.
Also das heißt, wenn ihr den ganzen Tag auf TikTok rumscrollt, dann schließt doch mal TikTok und geht zum Beispiel auf YouTube, sucht euch ein 10-minütiges Video raus, im Idealfall noch zu irgendeinem interessanten Thema, was euch im Leben weiterbringt, und schaut euch dieses Video mal an und konzentriert euch nur darauf. Das ist jetzt natürlich wirklich für die absoluten Anfänger, die gar keinen Fokus haben, deren Gehirn komplett kaputt ist. Aber für die macht es Sinn, mit sowas anzufangen, bevor man da jetzt anfängt, Blindschach zu spielen oder Mathematikaufgaben zu lösen. Abschließend kann ich nur nochmal wiederholen, Fokus ist extrem wichtig. Wenn ihr nicht in der Lage seid, euch zu fokussieren, dann kommt ihr nirgendwo hin. Ihr kommt nirgends hin, weil wenn ihr euch nicht auf diese Sache fokussieren könnt, die wirklich wichtig ist gerade, dann erreicht ihr eure Ziele logischerweise nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ihr müsst in der Lage sein, euch zu fokussieren. Also strengt euch an, benutzt euer Gehirn, versucht mal euch wieder irgendeine Telefonnummer einzuprägen. Wer kann denn heute noch Telefonnummern auswendig? Versucht doch einfach mal eine Telefonnummer auswendig zu lernen und habt die im Kopf. Oder lernt mal eure Passwörter auswendig. Oder irgendwas. Hauptsache, ihr macht irgendwas für euer Gehirn. Und das Problem ist ja auch, das Gedächtnis wird ja schlechter, wenn man es nicht trainiert. Und das ist das ganz große Problem. Die meisten haben ihr Gedächtnis das letzte Mal so richtig in der Schule benutzt. In der Schule musste man lernen, auswendig lernen, man musste viel denken bei irgendwelchen Mathematikklausuren. Und sobald man aus der Schule rausgekommen ist, bei manchen kam dann noch Ausbildung, Studium, okay. Und sobald dann aber das Arbeitsleben losgeht, muss man auf einmal sein Gedächtnis kaum noch benutzen. Bei manchen Berufen mehr, bei manchen Berufen weniger, aber bei den allermeisten Berufen, selbst bei irgendwelchen Büroberufen, wo man tatsächlich noch denken muss, selbst da wird es irgendwann zur Routine. Und ihr müsst euch ehrlich mal fragen, ob ihr wirklich noch Denkleistungen erbringen müsst, die wirklich unangenehm sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr auf jeden Fall was tun, damit ihr endlich wieder eine gute Gehirnleistung zustande bringt und damit ihr euch endlich wieder vernünftig fokussieren könnt. In dem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich glaube, für viele ist es jetzt nichts Neues. Die meisten wissen das schon, aber die meisten wollen es einfach nicht wahrhaben. Manchmal verschließt man einfach die Augen vor der offensichtlichen Wahrheit und versucht immer einen Weg drumherum zu finden, aber es gibt keinen Weg drumherum. Ihr wollt Fokus? Dann trainiert verdammt nochmal euren Fokus. Geht über eure Grenzen. Und in dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns. Ciao.